Dan, and I'm from South Korea, and it's been almost over 4 years since I lived in Kasu. Today I'm making at the Koenig Plage a performance with the audience, so it can be called as a participatory performance with the audience, and we are writing down some sentence about obelisk, I mean dismantling of obelisk. I decided to do this because I was very much frustrated to hear the dismantling of obelisk on 3rd of October. And it was, as a stranger living in Germany, it was kind of beyond shock. And I was so much in deep sadness, and then I thought, okay, I should do something with this. Originally, I was planning to write just one sentence, like, I was a stranger and you kicked me out. And then I realized that it will be moved to the Treppenstrasse. And some of the people said, okay, this is a kind of good compromise because it's not demolished forever and will stay in Kasse. But still, I don't think it's a good compromise because first, they don't understand the concept of site-specific work, and the second is more importantly, it means that something for refugees and strangers should not be in the center of the city. And then I decided to invite all the audience to write some sentences, and I discovered that there is a lot of different opinions, and then not only anger but sadness, also love and the stuff. And then, well, it's about participation, so I decided let the second sentence open to all the audience so they can write what they think, and also in every language to show the different opinions of obelisk. Basically, I think the freedom of the artwork should be protected. You know, here in Koenig Plus, it's like a symbolic center of the city, and then it is, Treppenstrasse is a nice place, but it's less noticeable. And then it's like symbolic sentence that something for strangers shouldn't be in the center of the city. Like, it's exactly reflecting some extreme right point of view. Like, okay, you're not illegal to live here, but I want you to be unnoticed. But yeah, it's, for me, it hurts. Was halten Sie von der Aktion? Ich finde es klasse. Ich finde es klasse, dass es eine Bereicherung, so viele Menschen aus verschiedenen Nationalitäten zu treffen und sich mit dem unterhalten. Ich habe mich gerade mit dem jungen Mann unterhalten, der ist seit 2 Monaten erst in Deutschland. Und für mich das ist, weil ich mache auch die Arbeit, das ist mein Job. Und das ist klasse. Das ist phänomenal und da kommt man ins Gespräch. Und es sind überwiegend junge Leute und das ist auch beruhigend. Und ich hoffe, dass wir eines Tages überhaupt so alle zusammenkommen und werden den einen oder anderen besser verstehen. Was haben Sie geschrieben? Welchen Satz? Ich habe geschrieben, sage ich jetzt mal auf Polnisch, du am Obca, das Nächste. Ich war fremd, aber auf den heutigen Standpunkt bin ich jetzt überhaupt nicht fremd. Ich fühle mich wie zu Hause. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Ich habe mich dafür entschieden, weil das ist ein, dieses Heim, dort wo man sich fühlt und lebt, empfindet man das Heim. Und das ist Heimat jetzt für mich. Und was halten Sie davon, dass der Obelisk nicht mehr hier ist? Ich finde es ein bisschen traurig, weil das hat mich auch sehr angesprochen. Ich war ein Fremdlich und die haben mich aufgenommen. Es ist schade, aber nicht zu enden. Aber die heutige Aktion, ich finde es großartig. Vielen Dank. Da kann man zum Ausdruck was bringen. Danke. Bitte schön. Was hast du denn geschrieben? Was hast du denn geschrieben für einen Spruch? Also ich habe... Sag mal auf deine Sprache. Aus meiner Sprache? Ja, ich... Toilamut nur in Vietnam. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich bin aus China oder so, aber ich bin vietnamesisch. Ja. Okay. Deswegen habe ich auf vietnamesisch geschrieben, ich bin ein vietnamesisch.
Ja. Guck mal. Was hältst du hier von der Aktion? Ich bin Teil von der Aktion aus dem einzigen Grund, weil wir eigentlich seit dem Abbau des Obelisken das Gefühl haben, dass die Stimme nicht mehr gehört wird, die eigentlich diesen Obelisken repräsentiert hat. Was hast du geschrieben und warum? Ich habe unterschiedliche Sätze geschrieben. Unter anderem, I was a stranger, am I still? Oder ich war ein Fremder, bis du mir geholfen hast. Oder was habe ich denn noch? I was a stranger to whom and to what? Was bedeutet es für dich denn persönlich, dass der Obelisk nicht mehr hier steht? Ich finde es eigentlich generell wichtig, dass Leute, die Teil einer Gruppe sind, die eigentlich nicht zum faschistischen Gedankengut gehören, dass sie eine Stimme haben. Und ich finde, der Obelisk, es geht gar nicht so viel um den Obelisken, es geht eigentlich viel mehr, wofür er stand. Und dadurch, dass er abgebaut wurde, wirkt so, dass es der Konsens ist, es wirkt nach dem Konsens so, wir brauchen das alles gar nicht, wir müssen gar nicht dagegen sprechen, wir müssen gar nicht gehört werden. Und daher diese ganzen wunderbaren kleinen Stimmen, die eben sich ausdrücken, und eigentlich hat das Ganze eher dazu gewirkt, nicht, dass wir Leute gehabt haben, die gesagt haben, nein, das ist falsch, was ihr macht, sondern vielmehr Leute, die sich gefreut haben, dass sie eine Möglichkeit, sich zum Ausdrücken zu finden. Mhm. Gab es irgendwas heute bei der Aktion, was dir besonders gut gefallen hat? Was mir besonders gut gefallen hat, sind eigentlich die Gespräche, die hier stattgefunden haben dadurch. Ich habe mit unterschiedlichen Leuten bin ich ins Gespräch gekommen, egal wo die herkamen, egal was sie dazu gesagt haben, negativ, positiv, hauptsächlich positiv. Das ist das Gute daran. Aber eigentlich gerade dadurch, dass wir eben wir sind keine Fremden mehr, dadurch, dass wir miteinander reden. Das war eigentlich das Schönste daran. Und die Sonne. Was hast du geschrieben? Ich habe geschrieben auf Arabisch, Habbul Hayat, dass die Liebe deine Liebe. Und warum? Also, es ist manchmal die Leute, die von alle, egal, verstehst du, meine Muslime oder Deutsche oder Araber, von alle, die zusammen, wir sind in Europa, ne, oder in Deutschland, das war's. Ja. Dass mein Freund zum Beispiel von Arbeiten, Samstag oder Sonntag auch zusammen, ganzen Tag immer. Ja. Das war's. Der Obelisk, du weißt, dieses Monument? Ja, der hat geschrieben auf Arabisch auch, in Kulturalbach verarbeitet. Ne? Aber warum die schon die weg? Keine Ahnung. Und bist du jetzt traurig, dass er weg ist? Ja, ein bisschen traurig. Ja. Und was hältst du von dieser Aktion heute, dass man hier... Ich schreibe noch, aber was ich schreibe, ich ein bisschen überlegen. Ne? Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Ne? Ah, ich finde es voll die gute Aktion. Also vor allem, ich finde es auch schön, dass so viele Leute mitgemacht haben. Und ich finde es gut, dass man Zeichen setzt, ja auch irgendwie gegen Fremdenhass. Und dass es auch ein Zeichen ist für ein buntes Kassel und dass alle willkommen sind. Was bedeutet es für dich, dass der Obelisk nicht mehr hier am Königsplatz ist? Ich finde es schade, dass man irgendwie ein Zeichen gegen Fremdenhass, vor allem dann auch an Tag der Deutschen Einheit, irgendwie abgebaut hat, ohne Vorwarnung. Es ist irgendwie schon so ein bisschen ein Zeichen, dass man eher dagegen ist, dass es eine weltoffene Stadt ist. Und es ist auch ein bisschen traurig, dass Kassel behauptet, Dokumenta und eine offene Kunststadt zu sein und dann alles dagegen zu tun, dass es irgendwie eine offene Stadt ist. Was hast du denn für Sätze geschrieben und warum? Ich habe geschrieben, ich war ein Fremdling und so bist du es auch. Da ich der Meinung bin, dass jeder irgendwo immer fremd ist und es gibt niemanden, der nie fremd ist, aber es sind auch alle eben irgendwo auch zu Hause. Ich komme aus dem Iran, aus Teheran. Mein Name ist Ario. Und eine Gedicht aus Sadi vor Shiraz. Alter Gedicht. Okay, danke. Bitte. Kannst du mal erzählen, was hältst du von der Aktion heute? Ich finde die offensichtlich sehr schön, weil die auf so eine zärtliche, vielstimmige Weise nochmal einen Kommentar dazu abgibt, dass wir es nicht okay fanden, wie das abgebaut wurde und wie das alles verlief. Was hast du geschrieben so? Was für Sätze hast du geschrieben und warum?
Eigentlich nur drei Sätze. Ich habe einmal das Englische wiederholt, I was a stranger and you took me in, um das einfach hier nochmal zu wiederholen. Dann, ich war ein Fremdling und ich habe Rechte. Also das ist ja nicht nur um so eine Gastfreundschaft oder so geht, irgendwas, was man diskutieren könnte, sondern es hier ganz klar um Aufenthaltsrechte, um so ernste Sachen geht. Und dann noch, ich war ein Fremdling und dieser Platz ist mein Monument, weil ich das so empfinde, dass der Obelisk ganz klar hierhin gehört, der war hierfür geplant und es war ein toller Treffpunkt, ein tolles Stadtzentrum irgendwie, was es sonst nicht so sehr gibt. Welche Chance ist es, dass er wieder zurückkommt an den Königsplatz, wo er entstanden ist? Ich hoffe auf die nächste Documenta oder irgendwann. Ich glaube, gerade ist es ja ziemlich entschieden, soweit ich weiß. Kommt er in die Treppenstraße. Aber vielleicht haben wir ihn heute als Geste hin zurückgebracht. Heute ist er hier. Okay. Vielen Dank. Ja, danke. I was actually extremely nervous for the performance, but the weather is nice and the people came and we made the sentence together and laughing together and making sympathy. And for me, it's really like a healing process together. So with solidarity and sharing love and sharing that we understand each other, and it's not only for myself, but also for the audience who's feeling kind of anger or frustration or whatever negative opinion they're healing together here. So I really love that. There are so many messages about dismantling, and mostly it's frustration and anger and sadness, but there are also many sentences about love. And we're loving each other, and you took me, and so on. And it's a really heartwarming message, I suppose. Yeah, actually, coming back of the obelisk on the Königsplatz will be very ideal, but I don't think it will happen. But still, we can share our ideas together, and as some audience told me, obelisk is still here, and everybody's in everybody's heart. So yeah, even though obelisk moved to the Tepenstrasse, then we can share this idea and action together, and we can go further, I mean, for the better future. Thanks a lot.